Die Stadt Offenburg liegt am Fuße des Schwarzwalds in der Rheintalebene, umgeben von der fantastischen Landschaft der Ortenau mit ihrem Wahrzeichen, dem Schloss Ortenberg. Offenburg ist große Kreisstadt im Herzen Europas und Oberzentrum der Region. In Offenburg leben fast 60.000 Menschen. Eine Stadt für Jung und Alt. Eine Stadt, die viel bietet, viel zu erzählen hat, mit vielen Gesichtern. Unter ihren Dächern sind Tradition und Geschichte, aber auch das Savoir-vivre zu Hause. Offenburgs Kinder- und Familienfreundlichkeit ist landesweit vorbildlich. Die Stadt hat dieses Thema schon vor vielen Jahren als Schwerpunkt erkannt und vorrangig ausgebaut. Bacchus, könnte man glauben, ist in Offenburg und der Region zu Hause. In den Weinbergen der Ortenau reifen vor allem Burgundertrauben, die in den zahlreichen, sehr erfolgreichen Winzerkellern der Ortenau zu hochwertigen Weinen ausgebaut werden. Exzellente Weine, die man zu einem guten Essen gerne genießt. Offenburgs Gastronomie bedient unterschiedliche Geschmäcker, gute Unterhaltung inklusive. Das Leben hier findet oft draußen statt. Man trifft sich, redet und feiert. In Offenburg fühlen sich viele Nationalitäten zu Hause. In der Freizeit zieht es die Menschen ins nahe Umland. Dort, in der schönen Natur, gibt es, egal wie, immer wieder Neues zu entdecken und zu erleben. Freiheit, männlich-weiblich, heißt dieser Himmelstürmer von Jonathan Borowski, gestiftet von Offenburgs Verlegerin und Ehrenbürgerin Enne Burda. Kultur wird in Offenburg großgeschrieben. So im Ritterhaus. Hier ist das Offenburg der vergangenen Jahrhunderte zu erkunden. Kostbare Exponate erzählen aus der bewegten Stadtgeschichte. Offenburg ist eine Wiege der Demokratie. Deutsche Revolutionsgeschichte wird am Offenburger Freiheitstag erlebbar. Am 12. September erinnern Offenburger Bürger in historischem Gewand an die revolutionäre Bewegung des Jahres 1847. Zünftig geht's beim Ortenauer Weinfest zu, das zur guten Tradition der Stadt Offenburg gehört. Hier treffen sich Jung und Alt aus der gesamten Region. Laut und närrisch wird es in Offenburg zur Fasnachtszeit. Hexen und andere Häßträger vieler verschiedener Zünfte machen Offenburg zu einer der Hochburgen der schwäbisch-alemannischen Fasnacht. Auf geht's! Wenn der Wind gut weht, bis über den Rhein ins nachbarliche Frankreich. Unten liegt dann Straßburg, sein gotisches Münster und das Europaparlament. Willkommen im Euro-Distrikt Straßburg-Ortenau. Wieder ganz im Osten breitet sich das Panorama des Schwarzwaldes aus. Auf Schusters Rappen geht es hier ganz entspannt durch die Natur. Oder mit Speed und Adrenalin ins Tal. Der Schwarzwald etabliert sich zunehmend als ein Eldorado für Mountainbiker. Egal, wie man diese Natur um Offenburg erlebt, sie ist ein besonderes Schauspiel und erfrischt alle Sinne.